Willkommen zurück, meine Wollemons, zu Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke Challenge. Und wir befinden uns im Mondberg. Und ich denke mal, so langsam befinden wir uns im Mondberg auf den letzten Metern. Ich hoffe es zumindest sehr. Weil ansonsten wüsste ich auch echt nicht, was soll denn da noch großartig kommen jetzt. Auf Steam Rocket sind wir ja mittlerweile schon gestoßen. Von daher, oh, ein Evoli wäre eigentlich auch ein cooles Pokémon, wenn wir das gefangen hätten. Wenn wir daraus ja machen können, was wir wollen irgendwann. Von daher, ja, das, was uns gerade am meisten gefehlt hätte, hätte man dann machen können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber Leute, ihr wisst ja, es ist ja weiterhin eine Nuzlocke-Challenge. Bedeutet, wir können so etwas überhaupt nicht machen. Nein. Das geht natürlich nicht. Ja. Wäre jetzt schön, wenn wir jetzt mal langsam aus diesem Ding rauskommen. Ey, ohne Spaß. Das, mir reicht's jetzt. Jetzt kommen auch echt viele Zufallskämpfe. Relaxo! Boah. Nee. Wäre auch cool gewesen. Mensch. Aber bei den alten Pokémon denke ich mir fast bei jedem Pokémon so, ah, das wäre cool gewesen. Das wäre cool, cool. Wie vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Klingt nach einem Plan, den ich auch verfolgen würde, ja. Ich bin auf eurer Seite. Glurak. Boah, Glurak, oh, Level 13. Level 13 ist das so ein... Das ist so ein Ding, ne? Also Level 13 ist so ein Ding. Das macht mir schon fast Angst. Klar, hier sind viele schon auf Level 20. Ja, okay. Aber, ne, wenn dann mal... Okay, gerade Angst. Wenn dann mal ein Pokémon kommt, das mir vom Typ her überhaupt nicht zusagt und mich einschläfert oder sonst was und ich hier zwei Pokémon liegen lasse oder so, dann ist das schon scheiß gefährlich. Angriff plus 3, ja, das ist geil. Das ist geil. Was kommt also? Hornliu, komm ich noch mit klar. Er kriegt Sandy schon irgendwie gebacken. Würde ich sagen. Ja, ein Hornliu, am besten mit Sandy. Zack, auch auf Level 13. Das ist halt so das Ding. Ja, okay, kriegt er locker hin. Ich habe nichts gesagt. Dennoch ist meine Angst ist begründet. Das gibt es nicht. Oder? Vor 416 Pokédollar. Wir machen auch richtig Cash hier. Ah, aber hier ist jetzt Schluss. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Da kriegen wir unser Fossil. Da können wir uns dann eins aussuchen und das dann irgendwann... Wann kriegt man das eigentlich? Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen hin, bis man das kriegt. Ein Onix. Oh weh, das ist nichts für Sandy. Niemals. Da nehmen wir... Blümchen hat schon lange keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Will ich jetzt mal so sagen. Der darf auch mal ran. So. Rankenhieb sollte mit einem Schlag erledigt sein. Gut. Es kommt auch bis jetzt immer irgendwas für Wasser oder Pflanze. Also. Voltoball. Ja, da bleib ich doch auch hier. Da bleib ich doch bei. Ja, wobei, da wäre. Ja, gut. Da wäre Sandy jetzt noch besser gewesen. Aber das ist halt so ein Ding, das kann Blümchen eigentlich auch ganz gut selber regeln. Ladevorgang. Es lädt sich auf. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass es kaputt geht. Bringt ein Rankenhieb mehr? Vermutlich. Ist ja Step drauf, ne? Step. Was auch immer noch mal Step bedeutete. Level 21. Geil. Dragonier. Ja, gehen wir mal wieder auf Sandy. Einfach weil, warum nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ganz okay. Letztes Mal auch mit Kratzer besiegt, so ein Dragonier. Von daher. Und das lief ganz gut. Wickel. Gut, jetzt können wir hier sowieso nicht mehr raus aus der Nummer. Sandy, du musst es jetzt durchziehen. Komm mal, was da wolle. Aber hey, kein Ding. War auch kein Ding. Hätte mich jetzt auch gewundert. Streber Wellington wurde besiegt. Na gut, ich gebe dir eins ab. Ich nehme aber, will aber beide. Nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Wollte aber... Ich weiß gar nicht, welches was ist. Deswegen nehme ich einfach das Helix-Fossil. Und ich glaube auch, dass da dann... Kann das sein, dass da auch ein Random-Pokémon dann rauskommt? Das weiß ich nämlich gar nicht. Naja. Das wird man dann sehen. Latfratz, hey. Ich
Ich glaube, dann haben wir gleich auch wieder die Chance, ein Pokémon zu fangen. Wenn wir hier raus sind. Wird auch zumindest mal wieder Zeit. Ein Gegengift. Ich habe übrigens auch einen Beleber gefunden, während ich zurückgelaufen bin zwischen den Parts. Und welche Route war das jetzt? Moment. Und ja. Da habe ich mir eingesteckt. Wird dann verkauft. Kann ich ja eh nicht gebrauchen, aber bringt halt Geld. Route 4. Okay, da haben wir definitiv noch kein Pokémon gefangen. Boah, hier geht's direkt gleich kämpferisch weiter. Da kann ich direkt gleich kämpfen. Ich hätte aber lieber die Chance. Da habe ich die Chance, ein Pokémon zu fangen. Brüller, TM05. Komme ich da auch wieder hoch? Komme ich denn dann dahin? Ich glaube, ich kämpfe erst gegen die beiden da. Komm, das gönnen wir uns jetzt ein. Achso, ich muss die ansprechen. Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega-Heap die ultimative Attacke. Ach so, ich kann mir was aussuchen. Ja, ich kann entweder Mega-Heap oder Mega-Kick. Ich glaube, ich nehme Mega-Heap, würde ich gerne irgendjemandem beibringen. Kann nur einmal erlernt werden. Welches Pokémon soll Mega-Heap erlernen? Kann nur... Nur Blupsi kann das erlernen, aber das ist okay. Dafür vergessen wir... Duplex-Heap, Stärke 15, Stärke 80. Alter. Schon stärker. Er hat aber die gleiche Genauigkeit. Ich treffe den Gegner 2 bis 5 Mal hintereinander. Hätte selbst bei 5 Mal nicht wirklich die gleiche Stärke, oder? Nee, wäre selbst bei 5 Mal schwächer. Aber Blubber braucht ja auch kein Schwein mehr, sagen wir mal ehrlich. Nee, Blubber braucht auch kein Schwein mehr. Aber ja, ist egal. Komm, wir packen Blubber weg. Wie gesagt, das braucht... Der lernt ja auch noch bestimmt irgendwann Blubstrahl. Und ja, passt schon. Tritt von... Kann ich dir jetzt theoretisch... Ich bring ihm aber nicht beides bei, oder nein? Keine Ahnung, kann sein, dass ich jetzt hier einen dicken Fehler mache oder so. Natürlich. Ist ja bekannt, bin ich bekannt und so, aber... Ich gehe jetzt runter. Ich will jetzt hier was fangen. Wünscht mir Glück. Oh mein Gott. Ah. Ja. Das Gehuste dazu. Das passt schon, weil es ist ein Radfratz. Oh mein Gott. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie zufrieden ich gerade bin. Damit, dass ich hier einen Radfratz vor mir habe und das eventuell fangen darf. Wow. Na ja, gut, ne? Ein Radfratz in der Hinterhand ist besser als nichts. So könnte man es sagen. Ja, komm, einmal noch. Einmal noch die Umklammerung. Ja, wunderbar. Wow, entspann dich. Ich will hinterher zwar sowieso nicht weiter benutzen, eigentlich. Aber verlieren will ich ihn jetzt auch nicht. Dann nehmen wir mal... schläfern wir den mal. Stellen wir den mal ruhig. Reicht's jetzt hier, diese ungeduldige Kacke da mit dem Radfratz. Sei mal nicht so ungeduldig, mein Freund. Beule. Pokéball. Und dann ab geht's. Ich würde eigentlich sagen, der bleibt drin. Der ist geschwächt, ist ein Radfratz oder schläft. Also wenn der nicht drin bleibt, ja... Radfratz wurde gefangen. Oh Mann, ey. Ah, ein kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden heimisch ist. Ah. Boah. Mausi. Keine Ahnung, ey. Brauch keine Sau. Müsste würde ich ihn nennen? Ich brauch keiner. Geh nach Hause. Ich kann dich nicht gebrauchen. Du bist Ballast. Der ist doch jetzt nur Ballast in meinen Augen.
Azuria City. Wir sind in Azuria City angekommen. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das bedeutet, die nächste Arena steht uns bevor. Was wiederum bedeutet, ich glaube, wir sind noch nicht stark genug, um da reinzugehen, ey. Ohne Spaß. Ich glaube wirklich, dass da ist schon... Da gibt es auch Pokémon in Level über 20. Das kann gefährlich werden. Das kann echt gefährlich werden. Aber ich glaube, hier gibt es... Ich wollte gerade sagen, gibt es auch noch... Was? Oh, ist das jetzt so gut? Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Hey, Volo. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Volo. Ja, ich dachte, da oben sind auch noch Trainer, die ich besiegen kann. Sind da auch wahrscheinlich. Oh, komm, ey. Mach mich nicht schwach. 4 Pokémon. Shiggy. Was geht denn mit Shiggy? Auf Level 17. Oh. Oh. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, aber auf Level 17, ey. 4 Pokémon auf Level 17 jetzt hier gleich. Oh, Runenschlag. Na gut, Verteidigung runtersetzen ist schon... Ist nicht geil. Komm, hier Ranghieb. Bam. Reicht nicht mal. Oh, Gott sei Dank macht er nur Scheiße. Gott sei Dank macht er gerade nur Scheiße. Ein Hoch auf diese Shiggy. Sehr gut. So wenig Erfahrungspunkte, echt? Ey, jetzt mit Fukano. Da wechseln wir. Ey, der hat gute Pokémon. Der hat gar nicht so schlechte Pokémon. Muss man ihm lassen. Oh, gleich mit Bedroher. Aber das sollte nicht das Problem sein. Sieht also doch so aus, als könnten wir unseren Rivalen schlagen. Silberblick. Okay, er ist erstmal darauf bedacht, von allen meinen Pokémon die Verteidigung zu senken. Scheinbar. Aber das wird nicht reichen, mein Freund. Das wird nicht reichen. Glupsi. Ja, 312. Das ist doch mal eine Ansage. So, ja, wobei, das ist ja ähnlich wie bei den anderen. Level 21. Gengar. Ja, da bleibe ich auch hierbei. Da muss ich ja sowieso auch mit der Aquaknarre arbeiten. Der dürfte auch ziemlich viele Erfahrungspunkte bringen. Fluch. Was ist denn Fluch? Und legt einem Fluch auf Blupsi. Blupsi wurde durch Fluch verletzt. Ich habe jetzt Angst, dass ich sterbe. Durch diesen Fluch. Ich weiß nicht genau, inwiefern der wirkt. Nidorina. Würde ich eigentlich Sandy ranlassen. Okay, wenn mir jemand was zu Fluch sagen kann, dann bitte, fühlt euch frei. Da dürft ihr mir gerne was zu erzählen, weil ich bin mir da absolut nicht sicher. Wieder die Verteidigung. Was ist denn los mit dem? Der ist ja, will ja nur verteidigen. Also Verteidigung einsetzen. Schwächen. Okay, wir haben ihn gleich. Und nochmal vergiftet. Ja, macht nichts. Macht gar nichts. Ja, ist ja gut. Zack, weg. Wir haben unseren Rivalen geschlagen. Wir haben Cornel besiegt. Yay! War nicht so schwer. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. 288 geile Pokédollar. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's gut. Oh. Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Ruhmesdatei ein, was? Ein rätseliges Papamor wie du, das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Okay. Gut. Ich will jetzt aber auf jeden Fall einmal kurz ins Pokécenter. Denn die Vergiftung, mit der ist nicht zu spaßen. Niemals. Ja, dann ist es, glaube ich, da oben, wo wir gerade hoch wollen, da ist dann noch Bill. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so gedacht, dass man erst zu Bill geht.
und danach ins in die Arena. Weil man da auf dem Weg zu Bill noch zwei, drei geile Level aufsteigen kann. Ah ja, Turbotreter. Oh, Leute, es tut mir leid. Ja, das ist doch hier diese Nuggetbrücke, oder nicht? Ja, eben. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, hältst du einen wertvollen Preis. Das weiß ich doch noch mit der Nuggetbrücke. Ich glaube, der bringt 1000 Pokédollar oder so. Oder vielleicht noch mehr. Keine Ahnung. 4 Pokémon. Vulnona. Oh, nur auf Level 10. Ich wechsle aber trotzdem. Einfach damit die richtigen Leute die richtigen Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich Radfratz trainieren sollte. Ich meine, ein Radikal wäre... Oh, jetzt habe ich außerdem einen Mega-Hieb genommen. Aber das reicht auch. Ein Radikal wäre jetzt auch gar nicht mal so scheiße, ne? Ein Radikal, boah. Knuffenser. Auch dort wechseln wir das Pokémon. Da kann Sandy ran. Ja, machen. Ja, nein, vielleicht. Ich denke auch, dass wir sehr, sehr bald schon wieder ein neues Pokémon fangen können. Ich schätze mal oben in Richtung Bill. Hätten wir wieder die Gelegenheit. Vielleicht kommt da dann ja auch mal was richtig Cooles bei rum. Wäre ja möglich. Wäre ja möglich. Okay, Birni. Ja, es wird fast schwierig, dass der noch was aufsteigt, oder? Heißt es aber auch nicht. Es ist sehr effektiv. Okay. Aerodactyl, da können wir einfach mal hier drauf bleiben. Ja, gutes Flug-Pokémon, ne? Der wäre vielleicht dann doch Blupsi besser gewesen, aber hey. Oh, Agilität. Nein, nicht Agilität. Ah, okay. Es ändert nicht den Fluchtwert. Okay, ich hatte Angst, dass es den Fluchtwert verändert. So, da ist es nämlich. Da ist es nämlich. Weil es ein Flug-Pokémon ist, ist es nicht sehr effektiv. Sondern einfach nur normal effektiv. Ja. Ich komme hier schon rein langsam, Freunde. Ich komme hier schon langsam rein. Level 22. Gut. Spieler besiegt den Käfer, Sammler, Marshall. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ob ich Radfratz trainiere? Ich glaube fast schon. Kann sein, dass wir zum nächsten Part schon ein etwas stärkeres Radfratz haben. Das werden wir aber sehen. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.